Beim Kentern eines Bootes vor der griechischen Insel Samos sind mindestens 3 Menschen umgekommen, darunter mindestens 2 Kinder, so die Küstenwache. Ein Mann konnte demnach nur noch tot aus dem Meer geborgen werden. Die Kinder starben beim Transport auf die Insel. 9 weitere Menschen wurden sicher an Land gebracht. Seit Beginn des Jahres starben bereits mehr als 200 Flüchtlinge bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, so Zahlen der Internationalen Organisation für Migration. Die meisten von ihnen wollten demnach nach Italien. Griechenland beherbergt zurzeit mehr als 70.000 Migranten. Die Bedingungen in den Auffanglagern in Samos gelten als katastrophal.